Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 Bildet 2 Projekt. Hier ist euer Commander Coin und schön, dass ihr einschaltet und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich wie ein Schnitzel und wir ruckeln und zuckeln und hier ist irgendwer. Hallo. Was. Kann man ihm weiterhelfen? Ja, guten Tag. Felix Riedle mein Name. Ich war Ach, da Herr Riedle. In der Burggeschichte. Ja. Wir durften ja auf Ihrem Feld sehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Bohrungen machen, wegen der Vermutung, dass da ein Schiff liegt. Richtig. Ich habe jetzt, also ich habe die Ergebnisse aus dem Labor erhalten. Ja. Und wir haben leider nichts gefunden. Nichts gefunden? Nein, kein Schiff, gar nichts. Katastrophe. Ja, also unser Team und ich hatten gehofft, dass wir was finden. Klar, wäre für uns richtig schön gewesen, was zu finden. Mhm. Aber ist leider nicht der Fall. Ja, und was machen wir nun? Warum werde ich jetzt nicht reich? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir hätten uns auch das anders erhofft. Ganz reich werden sie nicht werden durch uns, aber wir haben, also ich und mein Team haben uns überlegt, dass wir so eine kleine Entschädigung bezahlen, da wir ja die Löcher gebohrt haben und sie etwas Zerstörung ihres Feldes haben. Ja. Haben wir gedacht, dass sie 12.500 Euro bekommen als kleine Wiedergutmachung. 12.500 Euro? Ja. Katastrophe. Ist das Ihnen zu wenig? Machen wir da Doppelte drauf. Ist leider nicht möglich. Nicht möglich? Ja, nicht dann möglich. Dann fahren wir doch mal zum Landhändler und dann kaufen die mir einfach nur einen Tönet Wasserfass. Ein Wasserfass. Was kostet 25.000. Oh, das ist aber bitte. Also ein halbes Wasserfass. Das halbe Wasserfass. Ja. Die Hälfte wäre okay. Die Hälfte wäre okay. Ja. Ich kann mit so einem unkrummen Sunden nichts anfangen. Mach mal 15 raus, dann mach mal einen Handschlag drauf. 15 ist leider zu viel. Also wie gesagt, mit auch was wir an Steuerabgaben dann hätten, wenn wir so eine große Summe auszahlen. Wäre das für uns ein tatsächliches Minusgeschäft? So mit 12.500 Euro kommen wir auch auf Null raus mit den ganzen Kosten für die Bohrungen und so. Ja, gut, dann machen wir 12 halt. Okay. Ja, okay, ja. Wunderbar. Wollen Sie hier auch noch bohren? Vielleicht liegt ja hier ein TÜV. Nee, tatsächlich. Ich habe noch ein paar mehr Felder im Angebot. Wir können nicht alles bohren, klar. Wäre viel zu viel Aufwand. Und wir haben ja durch bestimmte Karten Vermutungen, wo was liegen könnte, sowas ja bei Ihrem Feld 10. Ja, aber wir haben uns das auch anders erhofft. Tut uns und mir sehr, sehr leid, dass wir nichts finden konnten. Ja, Edda, kein Problem, alles im grünen Bereich. Ja, okay, wunderbar. Herr Riedle, machen wir doch. Ich danke Ihnen für diese Information. Ja, gerne. Ich überweise Ihnen das sofort. Alles klar, vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, bleiben Sie gesund. Dankeschön, ne? Sie auch. Tschüss. Wiedersehen. Letzten Mal mussten unterbrechen. So, habe ich hier schon alles? Fanfanerich, hallo? Hallo, Telly. Hallo, Hannes. Na, wie geht dir? Ah, es geht so, um ehrlich zu sein. Wir sitzen, glaube ich, wa? Ja, so kann man es auch sagen. Ja, ich habe schon gehört. Was hast du denn gehört und von wem? Von Willi habe ich gehört. Ach, er hat es dir erzählt? Ja, ja, der hat dich ja damit gebrüttet, da ich dir. Ah, wie cool er ist. Mhm. Ah ja, Mensch. Wie teilt er es im Nachhinein fand, aber hat er auch gedacht. Ah, okay. Schön. Mhm. Bin ich ziemlich frech von ihm. Ja, also es spiegelt nur ganz gut seinen Charakter wieder, ne? Mhm. Sag mal, wie viele Punkte hast du? Ich müsste 8 haben. 8? Was hältst du denn davon, wenn ich dir einfach 2 Punkte denke und du revanchierst dich bei ihm? Nee, das will ich nicht. Nein? Nee, tatsächlich nicht. Also, wenn du doch Punkte brauchst irgendwie und ich kann dir welche geben, gerne. Aber es ist halt nicht mein Charakter, so kurz vor Ende am Sabotage. Bist du dir ganz sicher? Ich bin mir ganz sicher, ja. Warum denn? Nee, weil ich finde das halt doof, weißt du? Hm. Ich finde das halt einfach doof, jemanden zum Ende hin so Steine in den Weg zu legen. Hm. Deswegen will ich das nicht machen. Okay. Schade. Aber wenn, also du kannst es ja gern machen, wenn du möchtest.
Geh mir 4 Punkte für. Ja, ich schenk dir 4 Punkte. Du denk mir 4 Punkte. Ich schenk dir 4. Ja, dann nehme ich die 4. Ja, okay. Ja. Dann rufe ich gleich beim Herr Zapfer an und sag ihm das, dass er dir 4 Punkte übertragen soll. Alles klar, dann machen wir und das. Und dann mal. Aber was, drehst du denn am Sabotagerad gegen Willi? Mhm. Okay, aber dann musst du mir Bescheid sagen, was rausgekommen ist, ja? Danke dir, und wenn das voll in die Hose geht, dann egal. Ja, ich hoffe nur, du musst nicht 2 Folgen bei ihm arbeiten. Das hoffe ich auch, aber gut. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Gucken wir mal. Na gut, alles klar. Dann rufe ich direkt beim Herrn Zapfer an, ne? Okay, ich werde dich dann anrufen, wenn ich damit fertig bin, und dann gucken wir mal. Alles klar, Hannes. Alles ich danke dir. Bis später. Tschüss. Katastrophe, das wird so in die Hose gehen. Ich sag's euch, Alter. Ich werde mir so ein Ei damit legen jetzt. Ich werde mir damit so ein Ei legen. Ich werde damit so ein Ei legen. Ich weiß. Oh, Digga. Das wird jetzt eine Katastrophe, ich sag's euch. Was meint ihr, Chat? Wird das was? Oder legen wir uns ein Ei damit? Wir werden uns jetzt so ein Eigentor schießen, glaube ich. Egal. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Genau so ein Ding machen wir jetzt da draus. Genau so ein Ding wird das werden. Das Ding ist ja, wir können zweimal drehen. Theoretisch. Das heißt, wir könnten sogar noch jemand anders extrem ärgern. Es ist aber auch nicht besser geworden hier, ne, mit dem Känguru-Spritti-Sprit. So belastend, ey. Es nervt so hart gerade. Na, erstmal muss sie das klären. Sobald sie das geklärt hat, die Sally. Werder Radfahrer, moin. Grüße. Sobald sie das geklärt hat, können wir auch loslegen. Moin Jan. Du kannst locker nochmal für kleine Details gehen. Werner Radfahrer, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen. Das Laggen, das ist nicht geil, Alter. Du schaffst halt einfach nichts. Weil du noch langsamer arbeitest als sonst, ne?
raffst es einfach nicht. Ja, bitte? Kann jetzt 4 Bahnen noch, dann bin ich fertig. Ja, Katastrophe. Ich bin hier mit dem Känguru, das komme ich einfach nicht vorwärts. Ja, wir können das Ding hier noch düngen dann wieder. Mit deinem Zeug, oder? Ja, mit meinem Zeug. Alles klar. Aber das werde ich erstmal weitergeben. Moment. Ja, mach das mal. Kowalski. Hallo Herr Kowalski. Hallo. Hier ist der Hammer-Deal. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Sehr schön. Der Mitarbeiter ist hier gleich durch. Ja. Und damit er keine weitere Langeweile sieht, weiterhin. Ja. Würde ich Ihnen das Feld hier dann einfach auch gleich düngen lassen. Ja. Ich weiß gar nicht, kann man das nicht auch einfach triegeln oder sowas? Bei Grastechnik. Da kennt ihr die nicht aus, ma? Ich auch nicht. Bei Grastechnik gab's irgendwelche Maschinen, dass du das quasi wie eine Art düngen kannst, aber das ist halt von der Arbeitsbreite her ein Witz, glaube ich, gewesen. Ja, dann soll er einfach ihre Maschine nehmen und die einfach mal drüber düngen. Ja. Düngen. Gut. Ja? Was. Nö, das wär's dann erstmal. Ich versuche hier mal, so schnell es geht, neue Arbeit zu finden für den Herrn. Ja, alles klar. Alles klar, danke schön. Wiederhören. Tschüss. So, der Auftrag ist ausgebrochen. Macht ihr dann mit eurem Martin, dann braucht ihr nicht extra zum Hof hasseln. Ja, passt. Okay, super. Ja? Gibt da aber einen Trick mit dem Striegeln, gell? Hast du den großen Horststriegel? Den großen blauen? Nee, den roten. Nee, den hab ich nicht. Ja, der irgendwie also ich hatte den Tepp hab ich extra gefragt wegen Striegeln, da meinte er so, boah, pff, weiß ich nicht. Das ist wie's Kalken letztes Mal, wusste ich. Ja. Ja. Also zur Not kannst du ihn ja nochmal drauf anbrechen, weil ich hab ja gedacht, ihr sollt das echt mit eurem Martin machen, wenn ihr so ein Ding da habt, dann kann der von mir auch um den Striegel rüberlaufen. Na gut, wir haben den großen Kalkstrahl mit 42 Meter, da muss ich nicht so wegen die scheiß Bäume da, weißt. Also hast du die Kettensäge dabei, schneiden musst du schnell. Ja, das muss ich beim Ditter wieder anmelden. Das funktioniert nicht so, dann kommt er vorbei und haut mich wieder. Nee, dann nehm ich den Festdünger. Okay. Dann machen wir das so. Pat. Jo. Alles klar. Raubarte, dankeschön für deine 2 Zapgifties. War das der Schiffssucher? Ja, das war hier der Riedle. Und nichts. Nix. Aber ich habe 12.500 Entledigungen bekommen von ihm. Oh, so schön. Joa. Aber ich meine, damit werde ich jetzt aber auch nicht reich. Nö, vielleicht kannst du einen anderen Sprit kaufen. Ja, das wäre dünn. Von außerorts, vielleicht haben die kein Känguru. Ja, das wäre wunderdünn. Ja. Dann würde ich hier auch mal mitnehmen was tapfen, weil mit 20 km komme ich nicht so weit. Ja, für mich ist es gut, weil dann habe ich wenigstens Arbeit. Also ich wollte das Feld eigentlich heute noch fertig sammeln und ich erst nicht das Jahr. Zumindest vor der Nacht. Das wird mir nicht schwierig, ja. Aber ich glaube, der Zug ist durch, damit kommen wir nicht weit. Außerdem ist die Hofeinfahrt immer so schwer zu treffen. Alter, das Tor kann ich auch dauten, ey. Doch, das Brett absägen. Was soll ich sagen? Wetter ist. Einfach alles abdägen hier, alles weg. Braucht kein Mensch hier, die Seite. Aber Pferde sind schön da hinten. Also, ich wollte mir vorher schon einen schnappen, aber ich habe mir gedacht, jetzt muss ich doch mal anrufen.
Ja, die sind wunderhübsch, ne? Die muss ich auch noch irgendwie füttern, aber irgendwie komme ich da in den Teil nicht rein. Ach so. Muss die mit der Taufe machen oder so. Kann man euch damit auch beauftragen? Nein. Warum nicht? Es muss doch möglich sein, irgendjemanden zu beauftragen, meine Tiere zu verdorren. Ich suche mir einen Praktikanten auch mit oder so. Ja, einen Praktikanten? Ja. Ich habe gehört, das gibt auch Witt. Kennt ihr Witt? Oh ja, ja, kenne ich. Der ja, die sind super, habe ich gehört. Mhm. Hier gibt's Dings. Aber die sind meistens nicht so ganz aus Deutschland. Ja, das ist ja nicht schlimm. Wenn also, das wieder so ein indischer Kollege wie der Noah, das von mir aus alles fein. Ach, der Vermisste. Ja, genau. Der vermittelte Noah, der irgendwo auf der A hier unterwegs Richtung Indien. Ja, kannst du froh sein, dass der Riegel nicht gefunden hat. Ja, das wäre jetzt noch ein Knaller gewesen. Aber das war meine Elula, oder wie? Und der ist verschwunden. Der ist einfach spurlos verschwunden. Ich hab Duchtrupps Lot getickt, ich hab den Ditter Lot getickt, aber irgendwie. Ich glaube, der hat wieder zurück nach Indien. Wir haben uns über Kühe unterhalten und das Dön und so. Da, da kannst du bei mir anfangen, ich hab Kühe. Das wollte er sogar tun, aber anscheinend hat das, ja, keine Ahnung. Vielleicht hat er auch gar keine Aufenthaltsgenehmigung gehabt oder so. Braucht man nur was hier in der Ostsee? Ja gut, ein Containerschiff. Ist eigentlich relativ egal, oder? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich hab nur gesagt, Herr Ditter, wenn ihr noch einen Mitarbeiter verbindet, dann hau ich ab. Nee. Weil dann muss ich ja Angst um mich selber haben, dann die auch verbindet irgendwann. Ja. Hat nur gesagt, nee, passiert niemals. Tja. Was soll ich dazu sagen, ne? So schnell geht's. Ja. Zack, weg, Winter. Ich glaube, ich habe jetzt einen Festvertrag gekriegt bei dir. Ja, ist doch super. Ja, finde ich ja. Darf hier bleiben. Das ist schön. Schnubbi, dankeschön für dein Follow. Ja, mich auch. Ja. Keine Beschwerden mit dir. Ja, gut. Bis auf einmal, da wo ich die Zeit vergessen habe, aber die hast du halt zahlen müssen. Ja, muss ich ja trotzdem zahlen, also von deswegen. Dem her. Meint, da muss ich mich beschweren, dass ich das zahlen musste. Ja. Fehl eine Abrechnung nachher am Ende des Tages. Nachher fehlen mir 2 Euro und dann tack, kommt in Karte und sagt hier. Da hinten, ne? Der Trecker, der verschwindet wieder. Ja, aber du hast doch gar keinen Kredit mehr. Stimmt. Also können sie dir ja nichts nehmen. Das stimmt. Außer du kaufst doch noch das Feld. Außer ich kauf doch noch das Feld. Und dann hoffentlich ohne Känguru-Sprit beim Ernten. Au. Ja, das wäre, also. Aber ich glaube, mit dem Feld würden wir nicht fertig werden. Noch nicht mal, wenn wir da zu zweit drauf ernten würden. Weil ich bin der Meinung, ich habe da so mal für den anderen Fremdbauern drauf geerntet und das hat ganz dünn lange gedauert. Mehrere Tage. Ich hab da mal bei einem gearbeitet, der hat so einen Mähdrescher gehabt, der ist glaube ich 80 gegangen. Der war sportlich unterwegs. Ja, damit würden wir hier auf jeden Fall vorankommen. Mhm. Wir hatten ihn gehabt. Vielleicht muss ich mir den auch mal ausleihen. Schwierig. Okay. Aber hat er nicht mehr? Der war schon mal bei dir, glaube ich. Ach so. Kannst du den mal anhauen? Jetzt der weiß Röhrig. Ich nicht wer. Der Röhrig! Ja. Du ein Slitohr. Ja. Hat er den getuned? Hat er da irgendwas dran gedreht? Naja, ich glaube, der tuned selber in der Werkstatt. Ja, ich glaube das auch. Dem würde ich da sogar zutrauen. Den alten Ganoven.
Was kann ich? Ich glaube, der ist heute sogar da. Musst mal bei Melu anrufen, ob der Röhrig da ist. Vielleicht kannst du was aushandeln. Ich weiß immer noch nicht, ob ich den bei mir arbeiten lassen möchte. Wenn dein Kunden dann mich auch noch benutzt, dann habe ich ein Problem. Ach so, ja, stimmt. Ja, gut, aber wenn es jetzt schneit, hättest du wenigstens Streusalz. Das stimmt. Aber gut, dass hier an Ort ist nicht nur mit näher. Also hier regnet mehr als alles andere. So. Ja, jetzt den Kalkstreu geklaut. Ah, da, da. Den Streuer. So, wir haben jetzt auf jeden Fall dann nochmal die 2 und die 6 im Nachgang und den noch zu ernten, ne? Ja, du musst anrufen und. Ja, erstmal muss die Nacht rum sein und dann können wir loslegen. Vorher wird das nicht. Bis dahin habe ich gedüngt. Ne? Ja, aber wie gesagt, dann muss erstmal am morgigen Tag, wenn es wieder hell ist, dann können wir loslegen. Alles klar. Das weckt noch ein bisschen das Zeug. Mein Düngerstreuer fährt die ganze Zeit mit Auflaufbremse auf mich drauf. Das schaut witzig aus. Hier sieht alles gerade mit dem witzig aus. Mhm. Langsam wird mir auch ein bisschen schlecht hier beim Fahren. Und ich werde jetzt gleich den Move der Move machen, Luke. Okay. Mhm. Weil mich ein. Naja, ich kann noch 2-mal am Rad drehen. Ich habe von Teddy Punkte gedenkt gekriegt. Ich habe ihr das Angebot gemacht, dass die gegen den Pferder drehen kann, weil der Pferder hat gegen sie gedreht. Dass ich ihr meine Punkte denke, da hat er gesagt, nee, so einen Charakter wie er hat, habe ich nicht. Aber ich würde dir meine geben. Und dann kannst du ja für mich daran drehen. Da habe ich gedacht, okay, mache ich. Das heißt, ich werde jetzt dann gleich für Telly. Eventuell, vielleicht überlege ich mir vorher nochmal, dann lege ich mir wahrscheinlich selber ein Ei ins Netz. Mal gucken. Gegen den Pferder drehen. Oha. Ja, gut, aber wenn es anonym ist, dann ist es ja egal, weil dann kann ja, dann genau so anonym. Genau so anonym, wie es bei dem Pferder lief. Ach so. Es hat wohl keine 3 Sekunden gedauert, da wusste die, dass er war. Oder ich mache den smarten Move und sag dann einfach zu dem, wer auch immer das dem Pferder mitteilen darf. Wenn ich sagen, schönen Gruß von der Sally. Ja. Die hat dann einen Auftrag gegeben. Wäre vielleicht einfacher. Ja, oder? Ich glaube, ja. das wär vielleicht gar nicht so doof. Mhm. Aber dann kann ich ja noch ein zweites Mal. Also wenn das erste Mal tief geht, dann muss der das zweite Mal klappen, oder? Ja, aber wenn's du da nicht woanders arbeiten musst. Gleich doppelt, das wäre schön. Doppelt, genau. Hat nur mehr zu tun, das ist doch super. Mhm. Mhm. Kann die alles alleine machen. Mir ist gerade was eingefallen. Mein Chef hat so einen coolen Klingelton. Vielleicht holst du den Klingelton und verstellst die Stimme. Das könnte ich natürlich auch machen, aber ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Warte mal kurz, ich kann das mal kurz ausprobieren. Ring, ring! Hast du Wäscheklammern daheim? Nee. Soll ich mich auf den Nagelkitten wetten? Würde funktionieren, ja. Ring, ring! Fast. Hier ist die Frau Fammelrich! Okay. Ich glaube, das klappt nicht. Nee. Ich würde gerne gegen den Pferder drehen. Nee, lass mal. Oder wir machen ganz anonym. Warte mal, ich habe hier irgendwo, habe ich im Trecker eine Wetteklammer. Moment. Wo ist denn das Type-Ding? Ach, da.
Hallo. Ist da Herr Zappe? Ich habe was für einen Auftrag zu geben. Ist das besser? Das ist besser, ja. Okay. Wir sind anonymer. Kannst du einen Funk anlassen, dass ich es mithöre? Das könnte ich vielleicht machen, ja. Aber ich muss vom Knopf runtergehen, weil sonst... Meint ihr, ich soll mir die Wetteklammer einfach auf die Nadel packen und dann... Mach. Vielleicht merkt das ja gar nicht. Oder einfach Eier in die Hose und anrufen und fertig und hoffen, dass das funktioniert. Hallo, hier ist die Telly. Das könnte ich auch probieren. Mhm. Aber das geht ja gar nicht, weil der hat ja in seinen Unterlagen, dass die gar keine Punkte hat. Oh, Scheiße. Fällt mir gerade ein. Verdammt. Ich muss mir doch was anderes einfallen lassen. Ich werde das nun irgendwie managen. Zieh's durch. Ich zieh das gleich durch. Zieh durch. Erst einmal und wenn das in die Hose geht, dann nochmal? Ja. Verdammt. Oder, wir machen den... Nee, das wäre auch Titel. Ich könnte mich ja für diesen Känguru-Sprit revanchieren. Dann machen wir einmal gegen den Herrn Negern und einmal gegen den Herrn Werder. Stimmt, der Schneegans hat er überall geliefert, oder? Ja. Aber er meinte, das sind noch nicht mal deine Eigenproduktion, die hat er selber irgendwo abgekauft und dann weiter verkauft. Aber das könnte ich eigentlich tun. Machen wir, glaube ich. Am Ende des Tages Eier, wir brauchen Eier. Ne, das hat irgend so ein Typ mal im Fernsehen gesagt. Mhm. Also haben wir jetzt Eier. So ein Ding ist das. Aber erstmal muss ich hier kurz weiter sammeln und dann machen wir das. Ah, herrlich. Dann rufen wir den Herrn Tapfer an und sagen, Herr Tapfe, ich bin wieder und heute haben wir mal Eier. Da muss da aber die Däumchen ganz fett drücken, Luke, damit er nicht in die Hose geht. Ich drück, wie gesagt, lass einen Funk an, ich will es mitkriegen. Wir werden beide richtig gemeiert sein danach, wenn wir Pech haben. Ich kann nichts dafür. Ich erst recht nicht. Nee. Ja, du drückst auf den Knopf beim Rad. Ja, oder du. Ach so. Und dann sag ich, ja, warte. Ich geb dir die Punkte einfach. Ach so. Und dann machst du das. Ja, toll. Dann bin ich beim nächsten Projekt nicht mehr dabei. Aber du. So nachtragend sind die doch nicht. Meinst? Ja. Wenn ich sage, ich brauche den Luke bei mir auf dem Hof, dann können die nichts gegen sagen. Ich stell doch die Leute bei mir ein zum Arbeiten. Stimmt. Oh, das wäre natürlich auch ein smarter Move. Ja, dann übernehme ich das. Also wenn du mich mitnimmst ins neue Projekt, dann nehme ich den auf mich. Ja, wir werden das gleich machen. Also jetzt, so langsam, ich werde mir ja gleich nochmal Mut antrinken. Moment, ich nehme mal einen Schluck Butter. Warte, ich mach mit. So. Aber sag's nicht meinem Chef. Nee, um Gottes Willen, warum? Das wird wild, sag ich dir. Ich hab was tun mit dir davor. Hm. Bei meinem Glück geht das voll in die Hose, ey. Glück im Spiel, Pech am Rad, halt das dann. Oder nee, Glück in der Talent, aber Pech am Rad. Nee, das geht schon gut, Hannes. Wird schon. Wir werden sehen. Aber mach halt noch eine kurze Umfrage bei die Leute im Radio vielleicht. Was soll ich denn da fragen? Nicht? Ob ich das machen soll? Ja. Ja, dann du. Ja, dann kannst du immer noch sagen, die haben es gesagt. Das können wir machen. Jungs, eine Eins in den Chat, wenn wir
Pechrad gegen Schneegans und Ferser drehen sollen. Eine 2, wenn nicht, dann machen wir Glück. Aber ich glaube, das wird ein ziemlich eindeutiges Ergebnis am Ende target werden. Da brauche ich noch nicht mal groß was machen. Katastrophe. Aber Jungs und Mädels, das wäre es erstmal mit der Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es ist wieder so dunkel wie ein Bärenarsch hier. Es ist eine Katastrophe. Und dann auch noch mit diesem Känguru-Sprit zu fahren, das ist doppelt schwer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie das ausgeht, müsst ihr unbedingt die nächste Folge schauen. Denn dort werden wir dann entweder den Mut haben oder nicht den Mut haben. Aber das werdet ihr dort sehen und erfahren. Also schaltet zur nächsten Folge ein, schaut bei den Namen vorbei, alle in der Videobeschreibung. Küsschen aufs Nüsschen und tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal.